Also bekomme ich die Dinger hier bei ihm. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Und selbst? Hallo auch. Ich habe gerade an dich gedacht. Ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht bei meinem neuen Projekt helfen würdest. Sehr gerne. Kannst du das nicht alleine machen? Ich höre. Das wird ein wahres Meisterwerk, das kann ich dir versichern. Mhm. Natürlich bekommst du auch eine Belohnung. Natürlich. Also? Ich hab das schon zugesagt. Ich will die Ansicht von Edo in ihrer Ganzheitlichkeit, einem grandiosen Panorama, einfangen. Und zwar, indem ich Bilder aus unterschiedlichen Winkeln gekonnt zusammenfüge. Mhm. Ihr scheint ja guter Dinge zu sein, Mr. Beato. Was macht der denn hier? Sir Alcock, ich war gerade dabei, meinem Mitarbeiter hier mein neues Fotografieprojekt zu erklären. So, so, ein Mitarbeiter. Dass ihr so tief gesunken seid, euch mit einem dieser Wilden einzulassen. Gibt es denn nichts mehr, wovor ihr für euer albernes Steckenpferd zurückschreckt? Ich weiß es ja nicht. Ihr seid zu freundlich. Aber sagt, ihr kennt nicht zufällig einen Ort mit guter Aussicht auf die ganze Stadt, wo ich Fotos machen kann, oder? Fuji. Ihr könntet euer Glück mal auf dem Gipfel des Artago versuchen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass die Aussicht von da oben nicht übel ist. Nicht übel? Doch im Ernst, Mr. Beato. Auch wenn eure Leidenschaft durchaus bewundernswert ist, behaltet unser Gespräch von vorhin im Gedächtnis. Ja, das werde ich tun. Habt vielen Dank. Erzähl mir mehr. Und weh, du redest noch einmal so über mich. Wilder. Glaub's ja wohl nicht. Also gut. Auf zum Attago. Der tut so, als wäre nichts. Wir treffen uns am Fuß des Berges. Lass mich nicht ewig warten. Ich dachte, ich krieg hier neue Aufträge. Vielleicht habe ich die auch bekommen. Okay, aber ich wollte auch mal hier hin. Zu unserem guten Freund. Ah! Ja, ich bin auch wieder da. Ich freue mich, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich habe was für dich. Pass mal auf. Und zwar, wir haben hier Kugelfischfilet. Illustration der Naturkunde. Er ist ja ein Bücherwurm, also warum nicht? Bin ganz aufgeregt. I know. So. Und was ist mit deinen Erfindungen? Wirklich? Das wäre großartig. Wir haben ja ein paar Bücher gesammelt, hoffe ich. Die wir ihm natürlich jetzt geben. Perfekt. Ich weiß halt nicht, ob wir... importierte Bücher, 30 Stück. Wie viel haben wir denn? 22 nur. Scheiße. Mit der Geschichte fortfahren. Okay, da kommen wir eh nicht weiter. Und was ist das? Technologie entwickeln 26 Mal. Dreimal bis zum Gewinn. Okay. Das haben wir schon. Aber hier müssen wir noch dreimal Technologien entwickeln. Ja gut, schade. Ich dachte, ich wir könnten... Ich habe so eine Ahnung, dass du wiederkommst. Das werde ich, mein Freund. Das werde ich. Du hast recht. Aber haben wir jetzt diese Fotografien hier beigeschaltet? Nee, ne, haben wir nicht. Schade. Wo sollen wir uns mit dem treffen? Hier? Da ist es, ja, ja. Vielleicht schaltet sich's dann frei, wenn wir diese Aufgabe für ihn erledigt haben. Das kann natürlich sein. Aber wir wollen jetzt erst einmal in Richtung Norden. Wir holen uns dieses Wahrzeichen und natürlich den Flüchtigen. Den lasse ich nicht entkommen. Nie im Leben. Ja. Koden Machu Gefängnis. Okay, da kommen wir nicht hin. Aber ich kann lesen, was es hier so gibt. Ein Gefängnis im Nihonbashi-Bezirk von Edo. Die Gefangenen sitzen in Einzelzellen und werden vom angesehensten Mitglied ihrer Kohorte überwacht. Das Gefängnis verfügt über einen Verhörraum, eine Folterkammer und eine Hinrichtungsstelle. Bei Hinrichtungen wird das Läuten der Kokuchu-Glocke zur vollen Stunde aus Mitgefühl für den zum Tode Verurteilten verschoben. Toll. Trotzdem wird er hingerichtet. Okay, wir müssen drumherum. Wir kommen nicht durch das Gebäude hindurch. Was ist das? Du scheinst was in den Taschen zu haben. Zeig mal her! Hey. Spinnt ja wohl! Was ist so schlimm?
Shit, ich wollte diesen Scheiß da. Wo ist denn das? Da. Das Timing stimmt leider noch nicht. Eine sehr blutige Angelegenheit. Ja, was gibst du uns, ja? Ein verziertes Gewehr, ein amerikanisches Revolver Mark II und Bambus. Der gute alte Bambus. Oh! Wir haben also noch mehr zu finden hier. Da ist eine Katze, da ist eine Truhe, da ist noch eine Truhe. Echt auch mehr, als ich dachte. Wir holen uns erstmal eine Katze. Katze. Die ist ja nicht abgehauen, dann ist das nicht so eine, die schreckhaft ist. Ja. Komm her, ja, ja. Ich muss unbedingt einen neuen Helm finden, der passt überhaupt nicht zu dem Outfit. Aber ich will auch nicht die Stats missen. So bin ich eben. Ein Geier durch und durch. So. Da unten muss ich hin. Für Le Truhe. Oh, Moment, das ist gar keine Truhe. Das ist... Okay. Ja, ja, ich weiß, da liegt ein Kopf. Was soll ich tun? Ist halt jetzt so. Sorry. Mensch. Ist doch gut jetzt. Es war ein Flüchtiger, okay? Ich müsste mal wieder zu diesem Beamtentyp, der uns Belohnung gibt dafür, dass wir Flüchtige finden. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Bei Gelegenheit mal. Ist jetzt nicht meine höchste Priorität, aber es gibt ja hier jede Menge Flüchtige. Und die müssen alle irgendwie deren gerechte Strafe bekommen. So, 100 Meter noch. Und dann sind wir bei... Ist das eine Kiste jetzt, oder? Ja, ich glaube, das ist eine Kiste. So, da muss ich da oben rein. Das sieht man ja jetzt schon. Ja gut, das war jetzt... Wow, das war jetzt der einfachste Weg ever, da hinzukommen. Auch das ist selten. Einfach springen. Komm her. Der einfachste Weg hinein, aber wir bekommen was richtig Gutes dafür, wollte ich gerade sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist was Gutes. Vielleicht auch nicht. Maybe not. Ich schaue es mir direkt mal an. Okay, Doppelklinge ist schon mal nichts dabei. Stangenwaffe ist in der Regel aber auch nicht wirklich stark. Ja, ich sehe schon. Des exzentrischen Samurai. Leider nichts für uns. Ich muss mal wieder unseren Stuff hier verkaufen. Da ist wieder jede Menge Prüll dazugekommen. Jede Menge Müll.
Ja, was soll ich sagen? Ach so, Moment, ich wollte ja gucken. Vielleicht haben wir ja irgendeine Sekundärwaffe. Auch nicht. Vielleicht haben wir einen neuen Hut. Auch nicht. Boah. Ganz ehrlich. Mächtiger Krieger geht natürlich hart nach unten sonst. Anzeige ausgerüsteter Teile, 4 Stück davon. Sonst würde ich das hier anziehen. Das nicht. Aber die Maske ist schon echt geil. Maske des roten Dämons. Da ist was Scheiß drauf. Ich zieh das an. Das gefällt mir mehr als... Also die andere... Der Helm ist auch mega geil. Der passt halt nicht zu unserem Outfit. Das ist mein Hauptproblem. Und die Stats sind nicht so viel schlechter. Hoffe ich. Falls doch, tut's mir leid. Moment mal, war ich hier nicht in der Nähe? War ja von irgend... Oh. Oh. Ach, komm schon. Wenn wir schon da sind, dann schalten wir hier auch ein bisschen was frei. Passt ja ganz gut. Ich habe aber Bock zu kämpfen. Mit unserer Maske. So. Wen haben wir denn hier alles? Nein. Ich dachte, das ist eine Stealth-Waffe. Wohl nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mit einem Hieb wegmache. 2 würdige Gegner sind hier. Es reicht mir. Also wirklich Spaß haben die nicht gegen uns, ne? So, den befreie ich. Oh. Oh je, das tut mir leid. Da sind schon tausende Fliegen um die Leiche herum. Das ist aber nicht so schön. Ich wollte eigentlich hoch. Was? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. War ich so hart am Sterben? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja. Da hinten wütet ein Mörder! Ach, halt's Maul. Ich will was anderes machen gerade. Hä, das... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mann, war das übel jetzt. Das wird ein weiter Angriff. Aber ein Treffer. Ein Volltreffer. Mist. Stirb, verdammt. Oh, hier habe ich schon alle erledigt, ne? Ja, ja, ich sehe das schon. Komm mit, Freund. Anderen können wir im Stealth. Komm schon. Oh, das war der letzte. Damit hätten wir das.
Eigentlich will ich nicht in dieses Gebiet erstmal. Hier ist die... Die Hauptstory, die Hauptmission, die nächste. Aber ich dachte mir, wenn wir schon in der Nähe sind, können wir hier ein paar Dinge schon freischalten. Ja, hier, guck mal. Ein Schmied, da müssten wir auch mal wieder hin. Ist hier irgendwo ein Schmied in der Nähe? Nee, aber eine Katze. Was ist das hier? Schatztruhe, muss ich auch holen. Machen wir von hier. Die hole ich mir, die Sachen, und dann... Dann geht's weiter. Dann gehen wir zu diesem Berg, zu dem Fuße des Berges. Und dann schauen wir, ob wir die Mission unseres Fotografen meistern können. Hey, Freunde, das ist mein Truhe. Wollt ihr das wirklich? Okay. Könnt ihr haben. Ihr habt gar keine Waffe. Selber schuld. Ganz ehrlich. Habe ich gar kein Mittel. Vielen Dank fürs Aufpassen auf die Kiste. Das gehört jetzt aber mir. So, das Letzte ist... Du bist das Letzte, aber... Die letzte Mission, die wir hier in diesem Gebiet machen, ist die Katze. Katze! Ich kann es nicht aufhören, so zu sagen. Es bietet sich halt an. Also, es ist, ich sehe schon kommen, das ist wieder so eine schreckhafte. Ich sag's euch. Die sind echt nervig. Die ist da ganz oben. Na toll. Und wenn die jetzt auch noch schreckhaft ist, dann Halleluja. Wie komme ich denn da hoch? Vielleicht von hier? Das sieht doch sehr so aus, als ob man da hochklettern könnte. Kann ich auch. Ei. Na du, Süße. Nihonbashi wurde also bestätigt. Erledigt. Auf 100% Sammelrate. I love it. Fukagawa, da waren wir noch gar nicht. Aber auch da bin ich mir sehr sicher, da wird uns irgendwas hinführen. Irgendeine Story. 94%. Oh Gott, die Schatztruhe, Alter. Die macht mir echt Sorge. Ich kann mir vorstellen, dass auch hier irgendwie so eine Geheimtür ist. Ich guck nochmal. Ich guck nochmal, sorry. Ey, ich meine, das kann doch nicht sein, dass wir die nicht finden. Das kann auch kein Bug sein. Ist hier irgendwo... Da, ich sehe es schon. Es war so klar. Das ist... Okay. Was soll ich euch sagen? Klinge eines Elite-Ninjas, sage ich euch. Kojimachi endlich abgeschlossen. Okay, das hat aber eine... Das war eine sehr, sehr schwere und lange Geburt. Alter. Aber wir haben das Gebiet auf 100%. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, dass ich das nicht auf 100% schaffe. Dann könnte ich nicht einschlafen nachts. Okay. Die Waffe, Moment, ist nichts. Also die, wir haben jetzt eine neue bekommen, aber die ist leider nicht so toll, wie ich dachte, wie ich gehofft habe. Welche war das? Ich habe schon vergessen, welches war. Hölzernes Langschwert des Entführers. Nee, war keine davon, ne? Uchigatana. Nee. Nee. Ich weiß nicht, welches war. Aber es ist auch egal, weil... Moment mal, wir haben eine bessere Waffe bekommen? Hier? Verziertes Gewehr, oh. Nein. So, das Gewehr. Ein besseres Gewehr nehme ich immer. Vielleicht finden wir auch irgendwann eine Pistole, die besser ist. Aber das Gewehr gefällt mir ganz gut. Rüstungstechnisch haben wir nichts Neues bekommen. Nein, 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 nö. Man muss immer mal wieder gucken, ein bisschen durchklicken. Ist halt so, ne? Wenn du immer das Beste vom Besten haben möchtest, musst du das halt so machen. Ach, da ist der Beamte.
Nur mal gucken. Wir haben ja jetzt ein paar von diesen Flüchtigen gefangen. Ich schau mal, was er dazu sagt. Bist du das? Hey! Oh. Ach, das ist Kaishu Katsu. Ja, hi. Du wolltest mit mir reden? Ja, und zwar, ich hab mal was für dich. Einfach so. Warum nicht? Die 4 Bücher und 5 Klassiker. Ich hab Milchschokolade für dich. Guck mal. Wie aufmerksam von dir. So bin ich. Es ist nichts. Wie du meinst. Ich dachte, vielleicht hat er irgendwas zu berichten, so wie er uns begrüßt hat. Auf Wiedersehen. Da habe ich mich wohl getäuscht. Der Beamte ist da hinten. Ich glaube, auf dem Weg ein paar Federn. Hast du Flüchtige gefasst? Das habe ich. Die brauche ich nicht. Hatschuburi Schlagstock. Accessoire ist das, brauchen wir nicht. Traktat über Stärke, hätte ich gerne, ja. Interessiert dich sonst noch etwas? Ja, das über die Erleuchtung. Shinobi-Kapuze, geil. Medizinkästchen brauche ich auch nicht. Oh, geschnürte Handschuhe. Ja, warum nicht? Interessiert dich sonst noch etwas? Die sind besser als unsere. Die würde ich gerne jetzt ausrüsten, ja. Mal gemacht. Okay, haben wir noch was? Das hier hätte ich gerne. Interessiert dich sonst noch etwas? Ich glaube nicht. Ja, diese Dekoriersachen für unsere Hütte, weiß ich nicht. Brauche ich die? Ich dekoriere eh wenig. Viel Glück da wenig, draußen. Wie fast gar nicht. Unsere neue Handschuhe mit dem Seil. Gefällt mir. Sieht stylisch aus. Und ein Ei habe ich auch direkt mitgenommen. So. Was, wo ist nochmal? Hier. Geteilte Vision. Ja, komm. Da sprinten wir gleich mit unserem Pferdi hin. Mal sehen, was für ein wunderschönes Foto wir hinbekommen. Wenn wir überhaupt zum Fotografieren kommen. Ich weiß ja noch nicht, was uns hier erwartet. Vielleicht ist das ja auch was komplett anderes. Da wären wir. Hola, Señor. Felixus. Ah, schön, dich zu sehen. Dich stört es doch nicht, wenn wir vorher noch einen kleinen Umweg machen, oder? Natürlich nicht. Auf dem Atago sind viele Menschen aus der Gegend unterwegs. Ich würde gerne ein paar Schnappschüsse von ihrem Alltag machen. Ja, dann let's do it. Mit deiner Kamera haben wir das im Handumdrehen erledigt. Also, was sagst du? Aber natürlich. Davon war gar keine Rede. Ich bin weg. Na gut. Ich bin dir sehr verbunden. Also dann, lass uns den Aufstieg angehen, sobald du bereit bist. Dafür bin ich hier, mein Freund. Let's go. Geteilte Vision. Schieße Fotos von den Dorfbewohnern. Aber das sind jetzt nicht die Sachen, die wir... Nee, ne? Das sind andere Dinge. Das ist jetzt was Einiges. Was Eigenes, meine ich. Ja, okay. Ich dachte, das wären jetzt diese Nebenaufgaben, die wir vorhin schon hatten. Aber nein, nein, nein. Ich mache mal ein Foto von euch, ne? Ich hoffe, ihr seid okay damit. Nein, lass mich. Das mögen die bestimmt, dass wir Fotos von denen machen. Da bin ich mir sehr sicher. So, hier ist noch was. Ja gut, ich meine, die machen da ein Picknick mit ein bisschen Sacke. Aber die haben ja nichts... Hey! Was zur Hölle machst du denn da? Ich wollte gerade sagen, die haben bestimmt nichts dagegen, dass wir Fotos machen. Huh?
Hast du das gesehen? Der sagt nicht mal was. Dem ist das vollkommen Schnurz. Für das Foto kannst du auch über Leichen gehen übrigens. Das hast du aber nicht gesagt. Weil wir machen hier fröhlich irgendwelche Fotos. Ja, ich denke, das sind ein paar sehr schöne Bilder. Ja. Aber lass uns jetzt zum Aussichtspunkt gehen. Von den drei Leichen, die da oben liegen, wegen dem Foto, davon sagt er nichts. Natürlich. Ich fasse es nicht. Oh, kann ich das? Habe ich schon aktiviert, ne? Ja, muss ich nichts machen. Karma haben wir aber umgewandelt. Warum auch nicht? So, der Aussichtspunkt. Damit sind wir Franzosen in einer weitaus besseren Lage. Oh. Diese Imperialisten können durchaus nützlich sein. Was ist da los? Tja, das weiß ich nicht. Grundgütiger. Schnell, mach ein paar Fotos von ihm. Ich erkläre es dir später. Oh, finish this! Stay there! Verdammt, da ist jemand! Dürfen nicht leben, entkommen! Nimm deinen Zaubertrank. Ach ja? Du kommst mir nicht davon. Mr. Alcock wird sich sehr über die Fotos freuen. Ja? Warum? Was hat das zu bedeuten? Fotos haben auch als unwiderlegbare Beweise ihren Wert. Aber jetzt komm, lass uns weiter zum Aussichtspunkt gehen. Dabei wollten wir nur Fotos machen, jetzt bringen wir allerlei Leute um. So, Aussichtspunkt ist noch weiter oben, alles klar. Was war das jetzt für ein Beweis? Habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber gut, wahrscheinlich hat es seinen Sinn. Sein Hören. Umwerfende Aussicht. Ideal für unsere Zwecke. Absolut. Lass uns sofort alles aufbauen und mit dem Fotografieren beginnen. Aufbauen? Was willst du aufbauen? Oh, schieße Fotos für das Panorama. Interessant. Okay, am besten mache ich das von hier. Fangen wir da an. Foto machen. Dann... Wir müssen uns beeilen. Sollten Sonne und Wolken sich auch nur ein wenig verändern, sieht es später unnatürlich aus. Ja, ich bin ja schon dabei. So, ich hoffe, das ist okay. War's das? Noch von dir? das war's? Das war's. Das erste Panoramafoto aller Zeiten. Sehr zufriedenstellend. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke für deine Spontanität. So bin ich. Ich stehe in deiner Schuld. Das tust du. Ich möchte 1.000.000 Yen. mein Leben wollte ich eigentlich nicht riskieren, doch das tue ich jeden Tag. Wer waren diese Westler, ja? Meinst du die Soldaten? Ja. Das weiß ich auch nicht so wirklich. Ich war ebenso überrascht wie du. Hä? Wie dem auch sei. Du weißt doch über den Brand in der britischen Botschaft Bescheid, oder? Nun, Gerüchten zufolge haben die Franzosen britische Soldaten bezahlt, um die Nationalisten anzustacheln. Das geht natürlich nicht. Mr. Alcock hat mich um Beweise gebeten, sollte sich jemand unter seinen Leuten verdächtig verhalten. Solche Aufträge helfen mir dabei, meine Kamerakosten zu decken. Was dieses Foto jetzt als Beweis dienen sollte? Ich habe es geschafft, Fotos von den Männern zu machen. Das wird also in deine Belohnung mit einfließen.
Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Weißt du, als Fotograf war ich schon in vielen Ländern unterwegs. Aber eine Kultur wie die in Japan und vor allem die in Edo habe ich noch nirgendwo erlebt. Mhm. Aber ich befürchte, dass der Westen sie letzten Endes verdrängen wird. Kultur ist ein fragiles Gut. Was sollte denn dieses Foto als Beweis dienen? Okay, wir haben ein paar Soldaten fotografiert, das beweist doch einen Scheiß. Oder? Oder vertue ich mich hier? Du wirkst seltsam glücklich. Bin ich etwa so durchschaubar? Ja. Verzeih mir. Schließlich ist Japan deine Heimat. Aber du hast recht. Weißt du, nichts ist für die Ewigkeit. Weder Menschen noch Dinge. Und genau das, das ist es, was ich auf meinen Bildern festhalten möchte. Auf dem Berg hast du den schieren Verfall ja selbst mit ansehen können, nicht wahr? Doch vom Fotografieren solcher Anblicke bekomme ich Gänsehaut. Japan ist da nicht anders. Seine alte Kultur und seine Institutionen werden letzten Endes vom Westen verschlungen werden. Alles, was den Leuten in diesem Land lieb und teuer ist, wird verschwinden und vergessen werden. Diese flüchtige Schönheit in einem Foto einzufangen, das fühlt sich für mich an, als würde ich träumen. Wie kannst du so etwas denken? Sicher gibt es bessere Motive da draußen. Ja, wir überzeugen ihn mal. Oh, das klingt, als hättest du etwas Bestimmtes im Sinn. Bitte, immer raus damit. Ja, pass mal auf. Der Aufstieg eines neuen Japans steht bevor. Ach komm, daran glaubst du doch nicht wirklich, oder? Verschwende an solchen Unsinn lieber keinen weiteren Gedanken. Okay, wow. Ich denke, du hast das ernst gemeint. Also sag mir, wie sieht die Zukunft durch deine Augen aus? Nun, ich hoffe, eines Tages gewährst du mir diesen Blick. Ich bin gespannt darauf, herauszufinden, welche unserer Vorstellungen der Zukunft die schönere ist. Tja. Geteilte Vision. Aber es ist ein sehr schöner Ausblick hier oben. Wirklich. Wir haben Stufe 5 erreicht. Super cool. Sumo-Begrüßung. Geil. Kampfkunst-Geste. Wir haben jede Menge Gesten bekommen. Panorama-Fotografie. Importiertes Buch. Nice, das brauchen wir. Ich gucke mir erstmal diese Fotografie an. Ist das ein Schlüsselgegenstand? Ja. Eine Fotografie, die eine Aussicht aus besonders weiter Perspektive zeigt. Eine Panoramafotografie von Edo, die aus dem Hochland des Atago aufgenommen wurde. Mehrere Fotografien wurden aus unterschiedlichen Winkeln gemacht und dann aneinandergereiht, um ein breiteres Bild zu erzeugen, als mit einer einzelnen Aufnahme möglich wäre. Dieses beeindruckend lebensnahe Bild zieht den Betrachter in seinen Bann. Können wir verschenken. Finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Haben wir irgendwas Neues bekommen hier, waffentechnisch? Es sieht nicht danach aus. Pistole haben wir bekommen. Boah, die kommt sehr nah an unser Gewehr ran. Sehr nah. Boah, und ist auch noch legendär, weißt du was? Ach, vertausch die immer. Ich nehme die Pistole. Ich nehme die Pistole anstatt das Gewehr. Weil die schon hart stark ist. Die ist echt krass stark. So, sonst haben wir nichts Neues. Cool, vielen Dank. Importiertes Buch haben wir bekommen. Fertigkeitspunkte, Stufenaufstieg. Von hier kommen wir überall hin. Wo soll ich hin? 100% Sammelrate. Hier können wir noch nichts machen. 100% auch hier. 100, 100, 75. Irgendwas führt uns noch hier hin, ne? 100, 100. 100.
Hier ist die nächste. Weißt du was? Wir machen die Mission. Wir machen die nächste Mission. Und zwar von hier. Erstmal hier. Dann können wir auch direkt zum Schmied gehen. Unsere Sachen zerstören. Oder besser gesagt zerlegen lassen. Wir brauchen ja die Materialien. So. Wir müssen hier lang. Pferd. Alter, warum haben die so einen Schiss? Wir wollen tatsächlich zur Ärzteschule in Kanda. Wir müssen auch mal langsam weiterkommen hier in dieser... Oh, den Baum habe ich schon mal gesehen. Gibt's hier etwa was für uns? Waren wir da schon drin? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht waren wir hier schon drin. Ich glaube aber nicht. Hier gibt es Special Gegner, ne? Dann nehme ich meine Riesenklinge. Der sieht nämlich riesig aus. Schillernder Teufel. Wieder drauf knallt. Ja, ist ja gut, du hast gewonnen. Der ist krass. Der ist stark. Starker Gegner. Endlich, ja. Sowas liebe ich. Oh Gott, wo war ich? Wo war das? Gehabt. Da muss ich hin. Gut, dass das auf der Map eingezeichnet ist. Das hätte ich niemals wiedergefunden. Wobei doch schon. Ich meine, wir sind einfach nur dem Questmarker gefolgt. Ich finde es gut, dass es mit diesen Bäumen, mit diesen riesigen Seilen um die Bäume herum gut gekennzeichnet ist. Gut zu sehen ist. So wissen wir direkt, hier gibt es Special Bosse. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil das war nicht gut. Damit abzieht. Wahnsinn.
Gleich haben wir ihn. Mist. Alter. Alter. Jetzt hat er hier gespeichert. Okay. Was ist zum Henker? Junge, wir hatten ihn. Ja, wir hatten ihn. Boah, war das knapp. Was für ein krasser Fight. Ich liebe es. Alter, dieser Wirbelsturm, ne? Der macht mich wahnsinnig. Diese Kamera, ich mach die Kamera fertig. Den Kameramann werde ich töten. Yes. Yes. Alter, wenn er mich jetzt schon wieder umbringt. Yes! Des Kabuki-Schauspielers. Das war ein harter Fight. Oh, was für ein Gegner. Boah, das hat Spaß gemacht. Das war mal sehr herausfordernd. Ich liebe sowas. Hier war seine Chill-Area. Wir kamen von da. Kann man da irgendwo noch hin? Was hat er hier versteckt, hä? Was hast du hier versteckt? Sein Schlafgemach. Oh, und sein Hab und Gut hat er dir drin. Die 7 Militärklassiker. Und eine westliche Zigarre. Vergoldeter Ochsenschwanzsäbel auch. Das scheinen coole Sachen zu sein, glaube ich. Okay. Was zum Henker war das für ein kranker Bossfight? Ausrüstung. Haben wir irgendwas Geiles bekommen? Vielleicht ja nicht. Waffe haben wir, glaube ich, bekommen, ne? 408. Langschwert der Dämmerung haben wir bekommen. Junge, willst du mich verarschen? Der hat sich hart gelohnt, dieser Kampf. Der vergoldene Ochsenschwanzsäbel eher nicht so, aber... Junge, das ist geiler Stuff. Der Helm des Kabuki-Schauspielers. Das Gewand. Ich liebe gerade alles. Die Handschuhe. Und das komplette Outfit. Das komplette Outfit. Ey, ich könnte nicht glücklich sein. Wir könnten uns jetzt hier hinknien,
hier hinlegen und sagen, das ist jetzt unsere Area hier. Wir sind der neue Spezialgegner und warten auf den nächsten Samurai.